Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hören uns jetzt doch nochmal vor Weihnachten, denn ihr wisst ja eventuell, dass ich mega, mega hyped auf Lovefool bin und ich möchte unbedingt vor Weihnachten noch ein Video darüber machen und mit euch über die Fragerunden der Teilnehmer sprechen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn Lovefool? Das ist ein neues Format von RTL bzw. RTL Plus. Ich glaube sogar, dass das mal wieder eine Eigenproduktion ist und gar nicht aus dem Ausland eingekauft wurde. Umso besser. Falls ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, es sind bis jetzt 2 Stück draußen. Die sind auch nicht allzu lang, so um die, ich glaube, irgendwie 45, 50 Minuten so. Dann holt das auf jeden Fall nach, denn die Show ist richtig, richtig cool und wir werden hier definitiv öfter darüber sprechen. Lovefool ist so eine Art Kombination aus Dating-Show und Spielshow, also so ein bisschen ähnlich wie Aito und es wurde tatsächlich auch in der alten Aito-Villa gedreht, auf Paros. Der Startcast besteht aus 18 Teilnehmern, aber es kommen immer mal wieder Leute nach. So sieht es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt aus. Worum geht's? Es geht darum, dass die Leute sich natürlich kennenlernen und sich gegenseitig daten sollen. Aber unter den Leuten sind eben nicht nur Singles, wie am Anfang gedacht, sondern in der ersten Folge wurde darüber aufgeklärt, dass auch Vergebene im Cast sind. Und zwar nicht Vergebene, die draußen eine Freundin oder einen Freund haben, sondern drinnen. Ganze Paare sind im Cast mit drin. So, und das Spiel besteht nun daraus, dass die Singles rausfinden sollen, wer ein Faker ist und wer wirklich ein Single ist. Die ersten 2 Folgen haben auf jeden Fall schon richtig, richtig eingeschlagen wie eine Bombe. Guckt euch das auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir werden jetzt nämlich über die Fragerunden sprechen und dementsprechend solltet ihr, um das alles zu verstehen, auch das Vorwissen haben und die Folgen am besten schon gesehen haben. Wie machen wir das jetzt? Einige Teilnehmer haben ihre Fragerunden mündlich beantwortet, andere schriftlich. Wir machen das so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen geordnet. Wer das mündlich gemacht hat, waren Laura, Mitchell, Nadja und Simon. Die anderen, die ich gesehen habe, waren schriftlich und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch an. Und dann machen wir die mündlichen, denn die dauern, glaube ich, ein bisschen länger dann. Und ich würde sagen, wir fangen einmal an mit Paloma, denn Paloma hatte ja jetzt in der 2. Folge einen ordentlichen Ausraster und einen ziemlichen Eifersuchtsanfall, sag ich mal. Wir starten mit der folgenden Frage, die da lautet: Weshalb findest du, dass Vika respektlos dir gegenüber war, wurde in der Folge nicht ganz klar. Und ratet mal, von wem die Frage kommt. Und jetzt ist mal wieder, wie Emmy sagen würde, eure heftigste Vorleserin gefragt. Paloma schreibt dazu: Wir hatten 2 Gespräche, bei denen ich auf sie zugekommen bin und ihr gesagt habe, dass ich nie über einen Typen streiten möchte. So bin ich nicht und Girls support Girls und so. Und sie hat mir bei allem zugestimmt. Sie hat selber immer verdeutlicht, dass sie großes Interesse an Nico hat. Ich wollte es ihr aber nie unter die Nase reiben, wenn ich mit ihm war, weil ich sie nicht verletzen wollte. In Klammern, ich wusste ja nicht, dass sie zusammen sind. Und sie hatte, was das angeht, genau anders gehandelt. Sie hat, als ich dabei war, immer mit ihm geflirtet oder gefragt, ob sie duschen gehen wollen etc. In Klammern, obviously fragt sie das, aber wie gesagt, keiner dachte, dass sie ein Paar sind. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ihr? Habt ihr das gedacht? Also ich nicht. Wir haben auch tatsächlich gerade Umfragen laufen auf meinem Insta-Account. Die habe ich heute Morgen eingestellt, also vor ein paar Stunden. Falls ihr Insta habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und mit abstimmen und gucken, wie die anderen so über die aktuellen Geschehnisse denken, also die anderen Zuschauer. Falls ihr das Video jetzt erst in 1, 2, 3, 4, 5, whatever Tagen seht, dann keine Panik. Die Storys sind da nicht verschwunden, sondern ich mache immer ein Highlight und auch hierzu. Das heißt, wenn ihr die Umfragen nicht mehr sehen könnt, dann ist da auf jeden Fall auf meinem Account ein Highlight, wo ihr dann doch nochmal nachträglich checken könnt, was da so rausgekommen ist. Ja, und in den Umfragen wollte auch jemand von euch wissen, ob wir damit gerechnet haben, dass Vika und Nico ein Paar sind oder Mitchell und Simon. Und ich persönlich, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass Mitchell vergeben ist. Ich war mir aber nicht so sicher, an wen, aber auf die wäre ich eher gekommen und auf Nico und Vika gar nicht. So, Paloma schreibt weiterhin: Und ich habe mich so disrespected gefühlt, weil wozu das Gespräch, Girls support Girls, wir mögen ihn beide etc. und mir dann das so unter die Nase zu reiben. Hat mich ja auch verletzt und deshalb habe ich gesagt, dass ich den Respekt vor ihr verloren habe, weil sie sich so respektlos mir gegenüber benommen hat. Es wurde vieles nicht gezeigt.
Ja, dass vieles nicht gezeigt wurde, liegt natürlich in der Natur der Sache. Die Folgen sind auch leider ein bisschen kurz. Ich würde sie mir auch ein bisschen länger wünschen oder irgendwie Doppelfolgen oder so. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Klar, wir sehen nicht alles, aber durch diese Erklärung verstehe ich jetzt ein bisschen besser, was Palomas eigentliches Problem war. Ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr schnell ging mit dieser Eifersucht und dass sie sich sehr schnell da reingesteigert hat. Aber so sind die Leute auch einfach unterschiedlich. Manche brauchen länger, um sich zu öffnen und in sich irgendwie in irgendwen zu verknallen oder einen Crush zu entwickeln. Und bei anderen geht das teilweise wirklich innerhalb von einem Tag oder so. Vor allem, wenn man in so einer Urlaubsatmosphäre ist und die ganze Zeit aufeinander rumhängt. Ich persönlich bin auch so ein Typ, also früher, als ich Single war und noch nicht verheiratet, der sich eher sehr schnell verliebt oder verknallt und auch wieder entknallt hat. Entknallt ist ein geiles Wort irgendwie, ne? Nichtsdestotrotz finde ich die Wortwahl immer noch sehr, sehr hart. Auch wenn ich das eigentliche Problem jetzt besser nachvollziehen kann, finde ich, dass das vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war. Gerade auch die Worte, die sie so im Interview gefunden hat. Aber gut, jedenfalls kann ich es nun besser nachvollziehen, dass ihr eigentliches Problem darin lag, dass Vika anscheinend des Öfteren dazugekommen ist, wenn Paloma gerade mit Nico da irgendwie zugange war, mit ihm geredet hat und so. Das kann ich dann schon ein bisschen besser verstehen, wenn man sagt, okay, pass auf, wir wollen uns beide, also wir wollen beide denselben Typen kennenlernen, aber wir grätschen uns da jetzt nicht dazwischen. Und wenn jetzt eine Person, falls das hier so stimmt, ne, sich nicht daran gehalten hat, dann, ja, kann ich verstehen, dass einem das auf die Nerven geht, wenn man mit Nico oder mit dem jeweiligen Typen rumhängt und die andere Person dann immer dazukommt. Aber wie gesagt, es ist super schwierig zu beurteilen, weil wir eben nur so wenig Szenen gesehen haben. Da gibt es wahrscheinlich immer zwei Seiten der Geschichte. Und die nächste Frage. Hattest du zu dem Zeitpunkt irgendeinen Verdacht, dass Vika und Nico zusammen sein könnten? Und Paloma sagt dazu, nein, absolut nicht. Ich war so lost und hatte generell absolut keine Ahnung, wer die Paare sein könnten. Wie vorhin schon gesagt, ich hätte es auch nicht gedacht irgendwie. Also es ist super schlau, ne? Gemacht eigentlich, dass Vika und Nico so tun, als würden sie miteinander flirten und sich kennenlernen und so. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Taktik, aber ich wäre tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Durch die ganzen tiefsinnigen und emotionalen Gespräche, die ich mit Nico hatte, habe ich ihm so vertraut und hätte wetten können, dass er Single ist. Ja, ich glaube, Vika hat auch gesagt, dass Nico das quasi mit jedem machen kann, ne? So recht schnell diepe Gespräche führen, das liegt ihm anscheinend. Noch dazu wollte er ja alle Frauen kennenlernen und war nicht ständig mit Vika, was noch weniger zu diesem Verdacht geführt hat. Und die dritte Frage. Hast du selbst nicht gemerkt, wie peinlich du dich verhältst? Und Paloma sagt dazu, ich bin ein sehr emotionaler und impulsiver Mensch und stehe zu meinen Gefühlen. Dass ich wie ein kleiner Psycho rüberkomme, ist verständlich, aber so Delulu bin ich auch nicht. In der Villa denkt man nicht über sein Handeln nach, zumindest ich nicht. So, und man kann jetzt von Paloma halten, was man möchte. Man kann sie übertrieben finden oder nicht, finde ich ja auch so ein bisschen, ne? Aber ich finde, die ist mega authentisch und ich finde, deswegen passt die gut ins Fernsehen, weil ich ihr das wirklich abgekauft habe, dass die wirklich nach einem Tag schon so verknallt in den Typen ist oder so einen Crush hat, dass sie tatsächlich so eine Eifersuchtsattacke schon befällt. Und deswegen, aufgrund dieser Authentizität, finde ich es gut, dass sie im Cast ist. Vika hat dann auch auf ihrem Insta-Kanal eine Umfrage dazu durchgeführt und eine Nachricht gepostet, in der jemand ihr geschrieben hat, huch, die eine geht ja so ab auf dich. Ja, ordentlich. Und wie gesagt, also Wortwahl kann man vielleicht so ein bisschen zurückschrauben, ne? War vielleicht ein bisschen hart. Naja, Vika hat auf jeden Fall geschrieben, was hältst du von der Situation? Voll gerechtfertigt ihre Reaktion, sagen nur 7%. Voll übertrieben von ihr, sagen 79%. Und welche Situation, also nicht mitbekommen haben, das 14%. Ich guck mal gerade bei mir in den Umfragen, die gerade laufen, wie ihr das einschätzt. Moment. Ja, bei mir auf dem Kanal ist es sehr, sehr ähnlich. Jemand wollte wissen, oh, wo ist es jetzt? Da. Meinung der Zuschauer zu Paloma und Vika-Thematik. Nur 3% sagen, ich kann Paloma voll verstehen. Nur 8% sagen, eher verstehen. 24%, also ungefähr ein Viertel, sagt, ich kann sie eher nicht verstehen. Und ganze 65% sagen, ich verstehe Paloma überhaupt nicht. Und um diese Thematik, um Nico, Paloma und Vika abzuschließen, gucken wir uns auch noch an, was Nico dazu zu sagen hat. Denn auch er wurde gefragt,
wie fandest du Palomas Verhalten? Und er sagt das Folgende dazu. Ich habe ihr mehrmals gesagt, dass ich A, nichts mit ihr überstürzen will, weil ich wusste, sie war emotional schon viel zu tief drin. Ja, das ist gut, dass er das gemacht hat. Und B, dass ich auch andere Frauen kennenlernen will und mich nicht am ersten Tag festlegen werde. Lol, das sollte man auch eigentlich wissen, dass das fatal ist, sich so früh festzulegen. Ja, finde ich auch. Ich glaube, oder wie gesagt, ich kann jetzt so ein bisschen eher nachvollziehen, was die Gedankengänge von Paloma waren. Ich glaube, dass sie trotzdem eifersüchtig gewesen wäre. Aber falls das wirklich daran lag, dass Vika und sie eine Abmachung hatten, sich gegenseitig jetzt nicht irgendwie dazwischen zu grätschen oder so, und Vika da des Öfteren reingegrätscht hat, wenn Nico mit Paloma gesprochen hat, kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen. Aber trotzdem, ja, es war sehr, sehr viel. Das stimmt. Sie hat mich da schon emotional beansprucht und mir das Leben und das Spiel dort ein wenig schwer gemacht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Für uns Zuschauer natürlich super. Ich meine, es waren keine 24 Stunden und ich habe ihr keine Signale gegeben, sich zu verlieben. Ja, wir hatten diepe Gespräche, aber das hatte ich mit jedem dort. Ich dachte auch, dass sie mit ihren 26 Jahren ein bisschen reflektierter ist und nicht so emotional handeln würde. Ja, ich sag dir, das ist keine Frage des Alters. Also es gibt Leute, die sind mit 40 auch noch so. Es gibt Leute, die sind mit 20 total ausgeglichen und ruhig und werden auch nicht schnell eifersüchtig und so. Und es gibt Leute, die gehen mit 40 oder 50 noch bei jeder Kleinigkeit an die Decke. Also ich glaube wirklich, dass das Alter da eine Rolle spielt, im Sinne von, dass man sich erstmal selber finden muss, rausfinden muss, wer ist man, man muss seine Erfahrungen machen und dann auch aus seinen eigenen Fehlern lernen. Aber was so die Charakterentwicklung angeht und die eigene Persönlichkeit, das hat dann relativ wenig tatsächlich mit dem Alter zu tun. So, weiterhin schreibt er, ist halt passiert, wir haben aber schon in der Show, während das passiert ist, ein klärendes Gespräch gehabt, in dem wir alles aus der Welt schaffen konnten. Ja, ist ja schon mal gut. Und noch eine kurze Frage von Nico. Wie oft habt ihr euch die ausgestrahlten Folgen schon angesehen? Und der sagt, ich habe mir jede Folge schon mindestens 2 bis 3 Mal angeschaut. Finde ich voll süß und genauso wäre ich, glaube ich, auch, wenn ich in einer TV-Show wäre. Kann ich voll verstehen. Gut, und damit wollen wir jetzt zum nächsten großen Thema kommen, das, glaube ich, noch viel heißer diskutiert wird als die Sache um Paloma, Nico und Vika. Nämlich Nick und Laura und Arthur. Was geht da ab, die offene Ehe? Zunächst mal eine Frage, die sich viele von euch gestellt haben und wo ich super finde, dass wir eine Antwort darauf bekommen. Wusstet ihr als Paare, wer alles ein Paar ist? Und Nick. Nick sagt dazu, nope. Finde ich auch logisch und auch aus der Sicht der Produktion, glaube ich, sinnvoller. Denn am Ende geht es ja darum, dass man Preisgeld gewinnt. Und wenn die Singles alle Fake herausfinden, dann bekommen sie das Geld. Aber wenn ein Faker es schafft, bis ins Finale zu kommen, dann bekommt er das Geld. Und wenn du jetzt weißt, wer die anderen Faker sind, dann kannst du ja denken, ich will aber nicht, dass die anderen das Geld gewinnen. Ich will das Geld nicht teilen, sondern komplett für mich alleine haben. Und gibst dann eventuell Hinweise darauf oder lenkst die Aufmerksamkeit in die Richtung von dem anderen Faker oder so. Deswegen glaube ich, dass es taktisch auch von Seiten der Produktion besser ist, wenn die Vergebenen selber keine Ahnung haben. Dann wollte jemand wissen, und zwar ich. Ich habe gefragt, war es nicht too much, direkt vor deinen Augen rumzumachen, zum Beispiel bei der Party? Und Nick sagt dazu, das war das Spiel, wenn es zu viel gewesen wäre, hätte ich ja weggehen können. Ja, richtig. Ich finde es auch ein bisschen too much, dass Laura jetzt, ich weiß jetzt nicht so wie viel, also sie kriegt jetzt nicht so einen richtig krassen Shitstorm, glaube ich, aber sie wird schon das ein oder andere Mal ziemlich geschämt. Und klar dürfen Leute ihre Meinung dazu haben, die habe ich ja auch. Wir gucken uns das alle an und bilden uns darauf, auf dem, was wir sehen, basierend eine Meinung über die Geschehnisse. Aber trotzdem müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass Nick und Laura sich ja beide dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen und auch vorher sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ihre Grenzen abgesteckt haben und besprochen haben, was geht und was nicht geht. Und ich persönlich hatte gerade in der Nacht auch den Eindruck und wegen den Interviews auch den Eindruck, dass Nick das Format ein bisschen unterschätzt hat, ne? So wie man das heutzutage ja immer so sagt.
Und dass er eigentlich dachte, dass er cooler damit umgehen kann, wenn er direkt vor seinen Augen sieht, wie seine Ehefrau mit jemandem anders rummacht. Aber wenn er das dort erst gemerkt hat, dass er eventuell doch nicht so cool damit ist oder dass ihm das doch mehr ausmacht, als er dachte, dann kann man in dem Moment natürlich Laura nicht den Vorwurf machen, denn das, sie ist ja keine Hellseherin. Nächste Frage. Wie findest du es, dass Laura mit Arthur auf der Couch schlafen wollte? Ja, ihr seht hier das Gesicht, es steht kein Text dabei, sondern nur diese Grimasse. Können wir jetzt reininterpretieren, was wir möchten. Das Ding ist, ich glaube mir persönlich, auch wenn ich eine offene Ehe hätte, was ich nicht habe, aber ich glaube mir persönlich wäre das too much, weil das halt zeigen würde, dass das nicht mehr nur das Spiel ist. So würde ich das zumindest interpretieren. Wenn man sagt, gut, für das Spiel machen wir mit anderen Leuten rum, okay, aber wenn man unbedingt mit einer Person zusammen schlafen möchte, also nächtigen möchte und deswegen sogar mit der Produktion verhandeln will oder die Produktion fragt, ob man auf der Couch schlafen möchte, einfach damit man mit dieser anderen Person zusammen ist, ich glaube, das wäre mir echt zu viel. Wie geht's euch da? Kommen wir zur nächsten Frage. Warst du während der Dreharbeiten okay mit der offenen Ehe und danach? Und er sagt, vor und während. Was danach passiert ist, werdet ihr noch erfahren. Ja, das kommt natürlich auch immer drauf an, wie man seine Grenzen so versteckt. Ne? Nicht jede offene Ehe oder jede offene Beziehung ist ja genauso wie die andere. Wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel bei Temptation Island die offene Beziehung von Lala und Aurelio gesehen, die ganz anders funktioniert hat. Bei denen war es ja zum Beispiel eine Regel, dass man nicht küsst. Und hier ist ja sehr, sehr viel so auf Küssen ausgelegt. Und bei Lala und Aurelio war es so, dass die sich irgendwie nur einmal mit jemandem getroffen haben und es dann wirklich auch nur um Sex ging und nicht um Küssen und Kuscheln und so. Und das ist hier jetzt zum Beispiel bei Nick und Laura und Arthur ganz anders. Dann eine interessante Frage. Jetzt noch weiter gucken ohne dich. Und Nick sagt dazu, sicher, Brudi, besseres Trash gibt's nicht. Vielleicht war es das auch noch nicht mit mir. Natürlich darf er das nicht sagen. Vielleicht will er uns auch veräppeln, wissen wir natürlich nicht. Ne? Aber vielleicht war das auch eine echte Andeutung darauf, dass Nick noch irgendeine Art von Rolle in der Show einnehmen wird. Vielleicht muss er raus, darf aber das Geschehen noch weiter beobachten, so ein bisschen MILF-mäßig. Und wir sehen, wie er auf bestimmte Dinge reagiert. Zum Beispiel, falls es dazu kommen sollte, dass Laura mit Arthur wirklich Sex hat. Vielleicht werden wir dann, keine Ahnung, vielleicht sehen wir dann die Reaktion von ihm oder so. Vielleicht kommt er irgendwann wieder rein. Müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Kurze Frage, hast du in irgendeinem Moment dran gedacht, die Show abzubrechen? Und Nick sagt, zu keinem Zeitpunkt. Gut, dann kann es ihm nicht so schlecht gegangen sein, ne? Eine weitere Person wollte wissen, hast du Laura davor schon mal gesehen, wie sie einen anderen küsst? Und Nick sagt, ja, aber da war ich nicht gezwungen, mich rauszuhalten. Heißt das, die hatten Dreier oder sowas? Oder waren im Swingerclub oder irgendwie sowas? Also, dass Laura mit irgendeinem Typen mitgemacht hat, aber er hat da mitgemacht, auch mitgemacht? Oder sie hat mit irgendeinem anderen was gehabt, während Nick daneben auch was mit einer anderen Frau hatte oder so? Also so würde ich das jetzt interpretieren. Und ihr? Eine andere Person wollte wissen, hattet ihr schon immer eine offene Beziehung? Und Nick sagt, waren 2 Jahre circa monogam. Da frage ich mich, was ist einfacher? Von Anfang an eine offene Beziehung oder wenn man erst monogam ist und die dann öffnet? Würde mich ja schon mal interessieren, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, in der nächsten Fragerunde muss ich mal mehr Fragen stellen. Wie ist es dazu gekommen? Wie oft machen die das ungefähr? Oh Gott, das ist aber auch sehr privat. Ne? Eigentlich kann man sowas gar nicht fragen. Vielleicht frage ich das doch nicht. Fragt ihr das mal. Ach, hier, guck mal, hätte ich noch ein bisschen abgewartet, würde ich die Antwort direkt bekommen. Denn jemand anderes hat gefragt, wieso habt ihr angefangen, eine offene Ehe bzw. offene Beziehung zu führen? Und Nick sagt dazu, wir sind an dem Zeitpunkt zu dem Entschluss gekommen, weil wir unsere Beziehung über die körperliche Liebe gestellt haben. Und wir wollten uns beiden jegliche Freiheit geben. Ja, wenn das für beide fein ist, dann soll es auch für uns fein sein. Ich glaube, das Problem war für einige Zuschauer, dass es in der ersten Folge so ein bisschen so rüberkam, als wäre Nick nicht fein damit. Und für mich kam das auch so ein bisschen so rüber. Das kann auch an der neuen Situation gelegen haben, dass er einfach nicht daran gewöhnt ist, das tatsächlich mit eigenen Augen zu sehen, wie Laura mit anderen rummacht. Aber wenn man
nur damit klarkommt, wenn man es nicht sieht, ist es dann gut, wenn man quasi die Augen davor verschließen muss? Ist es nicht eigentlich so, wenn man fein damit ist, dass man dann auch kein Problem damit hätte, wenn man es dann mit eigenen Augen betrachtet? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ne, wir haben wirklich sehr, sehr wenig Szenen gesehen. Und ich finde es schwierig, hier schon über das ganze Konstrukt zu urteilen. Vielleicht müssen wir uns dann erstmal noch mehr dazu anschauen. Zumindest sagt Nick ja, dass es ihm gut geht und dass er auch nicht abbrechen wollte und so. Und wenn es jetzt wirklich so ist, ne, dass beide glücklich mit diesem Arrangement sind, dann ist das für die beiden ja auch wohl das Richtige. Kurze Frage, bist du nach der zweiten Folge raus? Und Nick sagt, siehst du in der dritten Folge. Ist vielleicht wieder eine Andeutung. Es kommt mir so zumindest so rüber, als wäre es das noch nicht mit ihm gewesen. Und wir haben ja auch noch gar nicht alle Regeln erklärt bekommen. Ne? Es war ja jetzt nicht so, dass in der ersten Folge schon alles klipp und klar klargestellt wurde, was jetzt passieren wird. Wir wissen auch zum Beispiel noch nicht, ob auf diesem Bildschirm jetzt zum Beispiel nur angezeigt wird Faker. Und dann wissen die Leute, okay, einer von den beiden ist ein Faker. Aber denen wird nicht gesagt, wer von den beiden. Das kann natürlich auch sein, ne? Ach, und wo wir gerade bei Theorien sind und so, obwohl meine Theorien ganz, ganz oft nicht stimmen. Ist egal, ich sage es trotzdem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unter den vergebenen Paaren nicht nur heterosexuelle Paare sind, sondern auch ein schwules Pärchen und oder ein lesbisches Pärchen. Und ich glaube aktuell eher ein lesbisches Pärchen. Was denkt ihr? Und dann beenden wir die Fragerunde von Nick mit der folgenden Frage. Warum warst du nicht flotter mit den Mädels unterwegs? Bist doch ein sexy Dude. Und Nick sagt dazu, bin ich so der Stürmische. Eventuell ist das auch einer der Gründe, warum das bei vielen Zuschauern so rüberkommt, als wäre diese oder als würde diese offene Beziehung mehr von Laura ausgehen, weil sie offensiver war und sich quasi sofort jemanden gesucht hat, mit dem sie rummachen kann. Und Nick da anscheinend ein bisschen ruhiger an die ganze Sache rangeht, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass er nicht cool damit ist oder dass er das nicht auch machen würde, wenn er nicht ein oder zwei Wochen da drin wäre. Aber deswegen irgendwie blöd. Also ich hätte schon gerne mal gewusst, wie Nick sich weiter verhalten würde. Kommt natürlich auch darauf an, ob Frauen ihn überhaupt gut finden und Frauen da was mit ihm machen wollen, also Frauen aus diesem Cast. Aber das hätte mich schon mal interessiert, ob er da auch was gemacht hätte. Gut, bevor wir dann gleich zu den mündlich beantworteten Fragerunden kommen, noch ein paar Infos vorab. Und zwar Amaru, nicht Amadou, Amaru, hat eine Frage beantwortet, die da lautet, da war am Ende in der zweiten Folge ein Typ in Grün, der in die Villa neu kommt, Meinung zu ihm. Und er hat diesen Typen getaggt, er heißt Leo Radosta, nicht Leora, Leo Radosta, nee, ich denke mal Leo Radosta. So, treue Seele und zu einer meiner Ängsten geworden. Love you. Und wer ist das? Gucken wir uns den guten Mann näher an. Und das ist er. Hübscher Typ, würde ich sagen. Ne? Da bin ich mal gespannt drauf. Und natürlich auch, ob er Single ist oder ob er mit einer Partnerin kommt. Beziehungsweise, ob die Partnerin dann irgendwann später kommt oder eventuell schon in der Villa ist. Dann habe ich hier noch eine Frage von Tim rausgesucht und ich habe gelesen, dass einige finden, dass Tim aussieht wie dieser Julian von Bibi. Hier, Bibis Beauty Palace gab es doch. Ich habe das nie geguckt, ich bin dafür einfach zu alt. Ne? Ich bin ja schon 34. So, auf jeden Fall Bibis Beauty Palace, die ist ja untergetaucht und dieser Julian, ihr Mann oder Ex-Mann, hat diese neue Freundin Tanja. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Ne? Obwohl ich eigentlich gar nichts von diesen jungen Hüpfern weiß. Sag ich mal, habe ich das auch mitbekommen. Und einige sagen anscheinend, dass Tim aussieht wie dieser Julian. So, auf jeden Fall wurde er gefragt, kommt alles sehr knapp rüber, Folgen könnten ruhig länger sein. Und Tim sagt dazu, sind halt immer nur ca. 50 Minuten von einem oder mehreren Tagen zusammengefasst, ist normal, dass nicht alles gezeigt werden kann. Ja, richtig, könnte es auch nicht, wenn die Folgen irgendwie anderthalb Stunden gehen würden oder wenn wir Doppelfolgen hätten oder so. Aber ich finde schon, dass man hier ein bisschen mehr zeigen könnte, weil es auch genügend gibt zum Zeigen. Es gibt ja Shows oder Staffeln, wo tatsächlich nicht so viel passiert und wo die Leute sich Cutter sich aus den Fingern saugen müssen, was die überhaupt reinschneiden. Bestes Beispiel Temptation Island VIP, die Staffel, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Da war ja sowas von wenig Material vorhanden, was man zeigen kann.
dass man schon Schwierigkeiten hatte, diese super kurzen Folgen von Temptation Island zu schneiden oder zu füllen mit interessantem Material. Also für mich war sehr, sehr vieles da nicht so wirklich interessant oder hat sich auch sehr, sehr oft wiederholt. Hier glaube ich, dass wir so viele Stories parallel jetzt schon haben am Anfang, dass man ganz, ganz locker Doppelfolgen oder irgendwie Folgen machen könnte, die Folgen machen könnte, die anderthalb Stunden gehen. Alles klar, damit kommen wir jetzt zu den mündlich beantworteten Fragerunden und ich würde vorschlagen, dass wir mit Laura anfangen, weil wir jetzt gerade ja recht intensiv über ihren Ehemann Nick gesprochen haben. Nach Laura machen wir dann noch auf jeden Fall Simon und Mitchell, das andere Pärchen, und ich glaube, wir gucken auch bei Nadja nochmal rein. Und ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt so stückele und immer mal wieder stoppe und was dazu sage, wenn irgendwas Relevantes meiner Meinung nach geäußert wird. Aber ich glaube, ich lasse die Fragerunden komplett durchlaufen. Ein bisschen anders, als wenn ich ein Video über nur ein oder zwei Personen mache, weil das sonst ein bisschen sehr durcheinander wird. Also ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die komplette Fragerunde von Laura an. Und wenn die durch ist, dann sage ich einmal komplett gesammelt was dazu. Und ihr schreibt natürlich sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin jetzt super oft gefragt, ob es ein Wiedersehen geben wird. Leider darf ich dazu nichts sagen. Deswegen kann ich nur eins sagen. Schauen wir mal, was wird. Hattest du mehr mit A als Küssen in der ersten Folge? Nein, in der ersten Folge hatten wir nicht mehr als nur Küssen. Ich denke mal, du meinst, ob wir miteinander geschlafen haben. Das haben wir in der ersten Folge nicht getan. Sonst hätte man es auch wahrscheinlich gesehen. Ich glaube nicht, dass RTL euch das vorenthalten würde. Aber ich kann alle beruhigen, ich habe nicht mit ihm geschlafen. Ja, was würden wir im Nachhinein anders machen, damit Niklas nicht rausfliegt? Das ist natürlich super schwer zu beantworten, weil wir wussten natürlich nicht, was sind da für Menschen drin, was passiert da drin. Für uns war es natürlich einfach eine komplett neue Situation. Wir wurden dahingestellt, wie ihr gesehen habt. Und dann musst du da einfach mit umgehen, was gerade passiert. Da gibt es kein Drehbuch oder keine Ahnung was. Das ist einfach so, wie wir halt alle darin gelebt haben. Wir hätten jetzt sagen können, ich mache jetzt direkt das und du machst direkt das, aber das kommt natürlich auch noch auf die anderen Menschen da drin an. Deswegen hast du halt auch keinen richtigen Fahrplan. Man hat sich so gesagt, okay, vielleicht wäre es besser, wenn wir so und so agieren würden, aber du musst ja trotzdem gucken, wie sind die anderen da drauf, was machen die? Deswegen kannst du die Frage halt an sich nicht beantworten. Das war natürlich das Schwierigste daran. Wir konnten halt nicht einfach mal so reden. Man wird immer beobachtet. Dann heißt es, aha, guck mal, der redet mit dem. Deswegen haben wir halt gesagt, wir wollen so wenig wie möglich miteinander reden, damit wir nicht so in Verbindung gebracht werden. Weil natürlich ist es auffällig, wenn wir relativ nah vom Alter her sind und aus der gleichen Gegend auch kommen. Da kann man uns halt schnell in Verbindung bringen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir schauen mal, wie sich das alles entwickeln wird. Wir versuchen am Anfang auf jeden Fall wenig miteinander zu reden. Wie ihr in der zweiten Folge gesehen habt, haben wir uns ja auch schon zusammengesetzt, auf so entspannt und mal miteinander gequatscht und einfach so kurz gefragt, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ja, deswegen wirklich unter vier Augen in Ruhe konnte man da halt nicht reden. Ganz viel Liebe geht raus an die liebe Gina. Ich glaube, ich habe meine Seelenverwandte in Gina gefunden, beziehungsweise sie in mir. Ihr kennt sie schon vom Format Stranger Things. Da war sie mit dem lieben Alex zusammen drin. Und ja, jetzt hat sie mich im Fernsehen gesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ganz schön ähnlich sind. Und ja, ich habe meine verlorene Schwester hier gefunden. Partybibels. Dieses Thema, wow. Ich bin ein Mensch, ich muss immer meine Meinung dazu geben. Ich möchte, dass mein Gegenüber meine Meinung weiß. Aber ich habe ja auch gelernt, es ist besser, manchmal einfach die Schnute zu halten, auch wenn es einem schwerfällt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich äußere mich jetzt einmal dazu.
Es ist mehr als respektlos, wenn Leute meinen, die in 2 Folgen einen Bruchteil aus meinem Leben gesehen haben, meinen dann über mich urteilen zu müssen, beziehungsweise Aussagen zu tätigen über mich und meine Beziehung. Ich sei, keine Ahnung, respektlos, ich würde meinen Mann nicht lieben. Ich weiß gar nicht, was für Sachen da alles noch sind. Ich habe so viel zu erzählen, ich glaube, es wird einen zweiten Teil geben. Moment. Leute, es ist ein Spiel gewesen. Das ist der Sinn dieser Show und deswegen guckt ihr diese Show. Wir wussten, worauf wir uns da einlassen und wir haben auch schon im Voraus eine offene Beziehung geführt. Und, oh Wunder, vielleicht enttäusche ich jetzt jemanden, aber er hat in diese offene Beziehung eingewilligt, ohne dass ich ihn gezwungen, erpresst oder sonst was habe. Denn Niklas ist ein erwachsener, gestandener Mann, der seinen Mund selbstständig benutzen kann und auch seine eigene Meinung hat. Hätte er nicht diese offene Beziehung gewollt, dann hätte er Nein gesagt. Dann hätten wir keine offene Beziehung, sondern eine monogame Beziehung. Hätte nichts dran geändert. Deswegen, alle mal einen Gang runterfahren. Ja, die Szene war heftig, aber genau deswegen guckt ihr es. Wir haben die Show abgeliefert, wir haben das Spiel gespielt. Wäre es für eine Partei zu viel gewesen, hätten wir Stopp gesagt und fertig. Party People, ihr kennt das doch. Das ist nichts Neues. Solange nicht die allerletzte Folge ausgestrahlt worden ist, darf ich auch nichts dazu sagen. Das heißt, es dürfen weiter die Gerüchte laufen. Oh mein Gott, die Beziehung wird eh nicht halten. Oh mein Gott, die ist Single. Was bin ich denn nun? Man weiß es nicht. Deswegen, alle Folgen gucken. Und am Ende verrate ich es vielleicht. Ja, wer fehlt mir am meisten? Das darf ich aktuell nicht sagen, weil man das noch in den folgenden Folgen sehen wird. Ja, es ist eine ganz spezielle Person, die ich dort sehr, 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 sehr lieb gewonnen habe. Einen richtigen Herzensmenschen, eine ganz, ganz reine Seele. Deswegen schaut die nächsten Folgen. Ich liebe diese Person. Ein super toller Mensch. Und sobald es zu sehen ist oder zu erkennen ist, werde ich sie euch verlinken. Wie ich schon vorhin von meiner besten Freundin erzählt habe, für mich gibt es nur sie. Die ist anstrengend genug? Nein. Die hat größere Eier als 10 Männer. Deswegen, die reicht mir. Die erfüllt mich. Die ist alles für mich. Ja, was waren meine Gedanken die ganze Zeit? Natürlich hast du einfach einen super krassen Druck in dir. Du lügst alle Menschen dort an. Du hast sie natürlich nach einer Zeit einfach gerne. Man lebt in seiner Bubble. Da fühlt sich ein Tag an wie über eine Woche oder keine Ahnung, noch länger. Ich bin ein Mensch, ich sage immer die Wahrheit. Du bekommst von mir immer die Wahrheit, egal wie kacke die klingt. Deswegen, man fährt einfach damit am besten. Deswegen war es für mich einfach umso schlimmer, jeden Tag aufzustehen. Und direkt wieder quasi zu lügen, beziehungsweise das, was ich gesagt habe, das stimmte schon alles, aber du hast ja eine Lüge gelebt. Ich habe mich als Single ausgegeben, was ich da einfach nicht war. Und deswegen gehen dir einfach auch da schon super viele Dinge durch den Kopf. Und natürlich denkt man auch, boah, was denkt mein Partner gerade? Wie geht's dem gerade? Es ist super, super schwierig. Ja, mir war es natürlich super wichtig, dass ich einfach ich bleibe. Dass man mich auch, sag mal, jetzt in den ersten beiden Folgen auf jeden Fall so sieht, wie ich wirklich bin. Ich habe da keine Maske aufgesetzt. Uns beiden war das wirklich wichtig, dass wir einfach wir selbst in der Show sind. Deswegen habe ich auch schon vorhin gesagt, als ich gefragt worden bin, was wir hätten anders machen können, dass zum Beispiel Niklas offensiver hätte sein können,
aber das wäre nicht er gewesen. Und ich war auch einfach ich da drin. Ich mache gerne Partys. Warum soll ich mich denn da verstellen? Oder keine Ahnung, was ist hier da keinen Sinn drin? Deswegen immer mal selbst bleiben. Damit fährt man am besten. Entweder mögen die Menschen einen oder halt nicht. Und dann ist das auch okay. Das ist eine gute Frage. Hey, Baby. Ich habe jetzt nichts anderes gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass am Dienstag eine neue Folge online kommen wird. Und ich bin schon super gespannt. Ich hasse es zu warten. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Wann startet deine OF-Karriere? Das Thema ist so umstritten und ich würde mal gerne von euch eure Meinung wissen. Was haltet ihr davon, wenn Mädels das machen? So, Partybibels, wir verabschieden uns für heute. Das reicht. Der geht auch schon. Wir machen nächste Woche nach der dritten Folge eine neue Fragerunde. Gesundheit. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne restliche Woche und natürlich frohe Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr. Ja, was hätte man machen können, damit Nick nicht sofort rausfliegt? Laura hat natürlich vollkommen recht damit, dass es ein bisschen schwer zu planen ist, denn es kommt natürlich darauf an, was für andere Leute so im Cast sind, wie die so reagieren, wie man generell wirklich mit der Situation dann auch im Endeffekt umgehen kann. Ich glaube, es wäre nicht schädlich gewesen, sag ich mal, wenn Nick auch ein bisschen offensiver geflirtet hätte. Klar ist dann eventuell nicht seine Art, aber wenn man das Ganze als Spiel betrachtet, dann kann man eventuell auch sagen, okay, normalerweise flirte ich jetzt nicht so offensiv, normalerweise lasse ich mir da mehr Zeit oder was auch immer. Aber damit ich jetzt nicht rausfliege, flirte ich wenigstens mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Vielleicht mache ich auch, hatten die überhaupt irgendwelche Kussspiele? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht mache ich mal irgendwie so ein bisschen was, damit die Leute nicht den Verdacht bekommen, dass ich vergeben bin. Bezüglich des Alters und der Wohnorte habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob man da nicht viel draus schließen kann, wer eventuell zusammen sein könnte. Weil klar, es kann auch sein, dass eine 20-jährige Bella oder so mit einem 31-jährigen Nick zusammen ist. Natürlich geht das in der Theorie auch, aber gerade wenn die Paare wahrscheinlich schon ein bisschen länger zusammen sind, dann ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass man sich jemanden ausgesucht hat, der vielleicht ein eher ein bisschen mehr so in der eigenen Altersklasse ist. Und wenn dann dazu kommt, dass die Leute auch noch zusätzlich aus einer ähnlichen Gegend kommen und nicht so weit voneinander entfernt wohnen, dann ist es ja eigentlich noch offensichtlicher. Oder man lügt extra und man sagt extra, man kommt aus irgendeiner Gegend, wo man jetzt vielleicht nicht so den krassen Dialekt hat, den man dann irgendwie nachmachen muss oder so. Das könnte ich ja zum Beispiel nicht. Aber ja, denkt sich vielleicht sowas aus. Die Taktik, dass man nicht so viel miteinander sprechen will, verstehe ich deswegen voll und ganz, dass man sagt, okay, pass auf, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit miteinander rumhängen, dann kommen die Leute wahrscheinlich eher darauf, dass wir ein Paar sind. Aber die Taktik kann auch aufgehen, wenn man es so macht wie Nico und Vika. Anscheinend hat da tatsächlich keiner geglaubt, dass die beiden ein Paar sind und hatte eher den Eindruck, dass die beiden sich einfach gerade kennenlernen. Die scheinen beide gute Schauspieler zu sein, was sehr förderlich für dieses Spiel ist. Ich wäre da, wie gesagt, auch nicht drauf gekommen, dass die beiden zusammen sind. Okay, kommen wir zum Thema offene Beziehung. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich schon, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass man in so eine Show geht und sich eben präsentiert, dass dann auch die Zuschauer das Recht haben oder die Möglichkeit haben sollten, sich darüber auszutauschen und eben ihre Eindrücke so wiederzugeben. Aber man muss gucken, dass man da nie Grenzen überschreitet und dass man jetzt nicht irgendwas reininterpretiert, wenn man die Leute eigentlich ja gar nicht kennt und wirklich nur so ein paar Minuten aus deren Leben jetzt gesehen hat. Natürlich kann man einen ersten Eindruck haben, natürlich darf man eine Einschätzung haben, aber ich finde auch, dass ein paar Kommentare wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen sind und wahrscheinlich ein bisschen zu übergriffig vielleicht waren, weil wir im Endeffekt gar nicht wirklich wissen, was in den jeweiligen Köpfen vor sich geht, wie das Ganze schon die letzten Jahre gelaufen ist und wie einiges von Nick vielleicht zu interpretieren ist, wenn man ihn eigentlich gar nicht so wirklich kennt. Und ja, Laura hat vollkommen recht damit, wenn sie sagt, dass Nick ja in diese offene Beziehung eingewilligt hat und
Das stimmt. Und er hat auch eingewilligt, an dieser Show teilzunehmen. Die beiden haben ihre Regeln abgesprochen und so. Und wenn es dann doch dazu kommt, dass er merkt, okay, mir ist das vielleicht ein bisschen zu viel, obwohl er ja selbst gesagt hat, dass er gar nicht abbrechen wollte, aber wenn es ihm dann doch ein bisschen zu viel war, dann kann Laura in dem Moment auch nicht hell sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass nur Leute in eine offene Beziehung einwilligen, die hundertprozentig fein damit sind. Und ich will an dieser Stelle, wie gesagt, nicht beurteilen, wie genau das zwischen Nick und Laura abgelaufen ist, auch weil ich gar nicht weiß, wer die Idee hatte und was da jetzt die konkreten Abmachungen waren und so. Da wissen wir über Lala und Aurelio ja tatsächlich mehr zum Beispiel. Aber ganz generell gesprochen denke ich, dass es zum Beispiel auch Leute gibt, die ihren Partner einfach nicht verlieren wollen. Und hier zum Beispiel war es ja so, dass die beiden erst 2 Jahre lang eine monogame Beziehung hatten. Und es wäre theoretisch natürlich möglich, dass ein Partner die Beziehung dann öffnen wollte und der andere Partner sich gedacht hat, Scheiße, was mache ich jetzt? Ich will nicht, dass mein Partner unglücklich ist oder dass mein Partner mich verlässt, weil er oder sie eben nicht alles bekommt von mir, was er oder sie gerne haben möchte und willige deswegen ein, obwohl es mir eigentlich selber gar nicht so wirklich schmeckt und obwohl ich selber eigentlich lieber die monogame Beziehung weitergeführt hätte. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei den beiden war. Das wird mit Sicherheit irgendwann noch thematisiert werden, wenn nicht in der Show, dann mit Sicherheit auf Social Media. Aber deswegen glaube ich eben nicht, dass es wirklich bei allen Paaren, die eine offene Beziehung führen, so ist, dass beide gleichermaßen fein damit sind, sondern dass das oft auch was damit zu tun haben kann, dass man den anderen vielleicht einfach nicht verlieren möchte. Und da kommt mir Erik Stehfest in den Sinn, den wir ja im Sommerhaus gesehen haben mit seiner Frau Edith Stehfest. Und dort ist es ja so gewesen, dass Edith klarstellen wollte, dass sie eigentlich keine offene Beziehung haben, aber irgendwie ja schon, weil Edith ja mit Frauen was hat. Und jetzt nicht nur irgendwie aus Spaß dieses Rumgeknutsche auf einer Party oder so, was nichts Sexuelles an sich hat und wovon keiner irgendwie, ich sag mal, geil wird oder so, sondern halt wirklich mit Frauen zu schlafen scheint. Und bei Erik war es ja so, dass da deutlich wurde, dass er das eigentlich nicht gut findet, beziehungsweise dass er das wahrscheinlich lieber hätte, wenn seine Frau nicht mit anderen Leuten sexuell intim werden würde. Aber wie gesagt, hier kann es natürlich so sein, dass Nick vollkommen fein damit ist und dass alles, was er sagt, wirklich der Wahrheit entspricht und dass er einfach nur ein anderer Typ ist und da sich ein bisschen länger Zeit lässt, als Laura es tut. Gut, damit haben wir das Thema Laura und Arthur und Nick abgehakt und können uns jetzt ganz dem Thema Mitchell und Simon widmen. Da ist es aktuell ja noch nicht so, dass eine dritte Person involviert ist, aber trotzdem gab es schon ein bisschen Drama, einige Tränen und auf jeden Fall auch schon eine interessante Story. Mit wem fangen wir an? Mit Mitchell oder mit Simon? Ich würde sagen, Ladies first, Mitchell zuerst. Wir fangen an mit der Fragerunde. Und die erste Frage ist, was hattest du für Sorgen vor der Sendung? Also ich hatte tatsächlich schon einige Sorgen. Was heißt Sorgen? Ich hatte sowieso Zweifel, überhaupt daran teilzunehmen, weil man natürlich seine Beziehung nicht aufs Spiel setzen will und das für kein Geld der Welt. Trotzdem wusste ich, dass die Beziehung zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark ist und dass da auch nichts und niemand irgendwie was dagegen ändern könnte. Deswegen war ich schon ziemlich safe mit Simon. Aber trotzdem sind wir alle nur Menschen und wir haben alle Gefühle. Und ich hatte natürlich Angst, dass die Beziehung kaputt gehen könnte. Warum auch immer, obwohl ich es mir nicht vorstellen konnte. Aber ich rede übrigens so in die. Nochmal im Klartext aufgezählt, meine Sorgen waren einfach, dass die Beziehung natürlich in die Brüche gehen kann, dass ich mit meinen Gefühlen, also dass ich so einen Gefühlsausbruch bekomme, den ich tatsächlich auch bekommen habe, dass ich keinen Anschluss in der Villa finde und ja. Das war's eigentlich, ja. Also eigentlich diese 3 Punkte. Genau. Nein, auf gar keinen Fall habe ich damit gerechnet, dass ich schon nach Tag 2 so Gefühlsausbrüche bekomme. Und das war auch nicht der Plan.
um ehrlich zu sein. Aber ich muss dazu sagen, und das sagt, glaube ich, jeder, der in einer fucking Show war, ein Tag fühlt sich wirklich an wie eine Woche. Du bist wirklich in deiner Bubble 24/7 mit diesen Leuten und du denkst so, du hast vorher kein anderes Leben geführt, sondern du hast nur dieses Leben gehabt. Und ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach viel intensiver. Und du erlebst irgendwie an einem Tag viel mehr, statt du halt jemanden jetzt ganz normal zu Hause über Instagram, Snapchat oder Tinder kennenlernst. Das ist nochmal wirklich eine ganz andere Geschichte. Deswegen auch die Gefühlsausbrüche von Paloma. Ich kann das schon irgendwo verstehen, so dass sie da mehr Gefühle entwickelt hat, als sie wollte. Eine sehr gute Frage. Wir haben sehr viel, also wirklich intensiv darüber gesprochen. Ich glaube, deswegen waren wir auch ganz gut vorbereitet, muss ich sagen. Natürlich auch so auf so emotionale Sachen kann man sich nicht vorbereiten. Aber wir haben schon wirklich alles von A bis Z besprochen. Wir haben einen Tag, bevor wir in die Villa eingezogen sind oder bevor wir quasi das Projekt gestartet haben, haben wir nochmal so richtig geweint, weil wir so emotional waren und dachten so, boah, machen wir das Richtige? Wir waren uns echt nochmal unsicher, aber wir haben, also wie ich auch im Intro gesagt habe, was ist eine Woche oder zwei Wochen für ein ganzes Leben? Und daran haben wir uns ein bisschen festgehalten, nach diesem Motto zu leben und das durchzuziehen. Also wir hatten auf jeden Fall die Regel, dass wir kein Sex haben, nicht küssen. Wir haben uns aber erlaubt, dass wir schon irgendwo ein bisschen Körperkontakt zulassen müssen, sprich Umarmungen. Wir flirten mit den Augen, wir flirten mit Sprüchen, was auch immer, die wir uns dann am Ende aber nicht übel nehmen, weil wir halt das Schauspielern genauso wie ich dem Simon das natürlich auch nicht übel nehme, dass er jetzt so über mich gesprochen hat, dass er keine sexuelle Anziehung hat und sowas. Das war natürlich alles fake, ne? Das war natürlich alles geschauspielert. Das musste er auch so tun. Es war eigentlich ein guter Schachzug. Ob wir uns da dann wirklich dran gehalten haben, das werdet ihr natürlich alles noch erfahren. Wir müssen dazu auch sagen, wir haben unsere Regeln auch ein bisschen gelockert, umso mehr wir darüber gesprochen haben. Weil zum Beispiel Situationen wie in Spielen, ja, so Flaschen drehen oder es gibt ja auch, wir wussten ja selber nicht, was auf uns zukommt. Also Spiele auch, wo man verbundene Augen hat und auf einmal müssen wir alle nach der Reihe wegküssen oder so. Ne? Wir wussten natürlich nicht, wie primitiv ist jetzt wieder RTL und was kommt da auf uns zu. Und da haben wir gesagt, ja, okay, du kannst da ja in dem Moment nicht einfach wegziehen. Ne? Deswegen musst du es irgendwie über dich ergehen lassen und musst dann irgendwie versuchen, an mich zu denken oder so, ne? Also unsere Grenzen haben sich auch ein bisschen immer weiter so geöffnet, indem wir natürlich mehr besprochen haben oder mehr Situationen durchgegangen sind. So, wie machen wir das denn jetzt in der Situation und so weiter und so fort. Ob wir das alles so gemeistert haben, dürfen wir natürlich nicht drüber sprechen. Wird sich alles noch zeigen. Ja, und die letzte Regel war dann auch, dass wir nach der Show keinen Kontakt zu den Singles haben werden. Ne? Also klar, sporadisch, hallo, tschüss und so, ne? Aber kein intensiven, es wird kein Gespräch, Smalltalks oder irgendwas aufgebaut. Also ich zu den männlichen Singles nicht und Simon dann zu den weiblichen Singles. Ne? Genau, das waren unsere Regeln. Wir dürfen natürlich jetzt nicht explizit über Situationen oder beziehungsweise Menschen oder Sachen, die vielleicht nachher noch vorgefallen sind. Also wir dürfen natürlich jetzt nicht explizit über Situationen oder beziehungsweise Menschen oder Sachen, die vielleicht nachher noch vorgefallen sind. Also ob ihr mir es glaubt oder nicht, diese Person
folgt mir echt schon extrem lange und wir haben uns noch kein Mal persönlich getroffen. Und das schätze ich wirklich sehr und bewundere das auch so sehr, dass man mir Quatschkopf immer noch zuhören will. Aber ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue solche Sätze zu lesen wirklich, wirklich sehr. Also danke dir von ganzem Herzen. Und du hast geschrieben, ich folge dir schon zu lang. Ich hoffe, du folgst mir weiterhin. Also bitte, es gibt nicht zu lang. Tatsächlich wusste ich nicht, wer der Fool ist, stand Folge 2. Ich wusste es tatsächlich auch nicht. Ich dachte, ich wüsste es irgendwann, aber das war komplett falsch. Wisst ihr denn jetzt, wer der Fool ist? Ich weiß es und ich sag's euch auch. Ja, ich muss erst einmal sagen, dass die Mitchell mir richtig, richtig leid getan hat in der Folge. Ich finde, das ist eine total süße und ich kann es voll nachvollziehen, was sie für einen Gefühlsausbruch hatte und wie es ihr, naja, ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ihr genau in dieser Situation ging, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut da hineinversetzen, vor allem, wenn du dann noch nicht mal die Möglichkeit hast, wirklich so intensiv mit deinem Partner zu sprechen, wie du es eigentlich machen würdest in einer ganz normalen Alltagssituation, wenn es dir schlecht geht oder so, sondern dass du immer im Hinterkopf haben musst, wer beobachtet uns jetzt und wenn ich jetzt anfange zu heulen, dann sehen die Leute das und dann wissen die, dass irgendwas nicht stimmt und so. Ich glaube, das ist zusätzlich zu diesem ganzen Dreh und die Leute, die sind ja auch, glaube ich, alle neu in diesem Fernsehbusiness. Und ich glaube, das ist schon anstrengend genug. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du als vergebene Person diesem Druck ausgesetzt wird, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das umso härter ist. Und ich glaube, dass die Abmachungen, die die beiden getroffen haben, sehr, sehr vernünftig sind. Wir haben ja so ein bisschen den Vergleich zu Mill vom letzten Jahr. Da war es ja zum Beispiel so, dass bei Luisa und Max abgemacht wurde, dass Max durchaus Jeles küssen darf, aber nicht mehr. Er durfte ihr auch nicht an die Brüste fassen oder geschweige denn sie fingern oder so, wie er es ja getan hat. Und das war ja definitiv nicht mit Luisa abgemacht. Wir hatten aber auch Paare dabei, die gesagt haben, also sowohl Sex und Küssen geht sowieso gar nicht, aber auch nicht nur anfassen oder so. Na, ich habe vergessen, wie die jetzt hießen, dieses eine Pärchen. Ich glaube, er hieß irgendwie, oh, er war Iraner. Aria hieß der, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, er war Iraner. Ich weiß gar nicht mehr richtig. Na, ist egal. Auf jeden Fall, ein Pärchen war da drin, die Abmachung hatten, dass halt keinerlei Körperkontakt vorkommt und dass er noch nicht mal so das Bein von Jeles berühren darf, so die Hand da drauf legen oder so. Soweit ist es im Endeffekt ja sowieso nicht gekommen, weil die beiden Nachrücker waren und sie relativ früh schon auf Yannick und Max festgelegt war. Aber ich glaube, wenn man sagt, okay, man darf wirklich noch nicht mal eine andere Person anfassen, dann wird es wirklich schwierig, sich als Single zu verkaufen. Denn die Singles, die wirklich nicht vergeben sind, die werden mit Sicherheit früher oder später anfangen, Sachen auszutesten und zu gucken, vielleicht wer macht bei Kussspielen mit, wer ist wenigstens ein bisschen einem zugeneigt, dass man sich umarmt oder halt so ein bisschen offener ist und ein bisschen flirtet und so. Und wenn man da wirklich gar nichts macht, komplett gar nichts, dann hätte man sich sehr wahrscheinlich die Teilnahme auch sparen können, weil man dann im Endeffekt sowieso früher oder später entlarvt wird. Glaube ich zumindest. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, mir hat hier teilweise schon so ein bisschen das Herzchen geblutet, auch als zum Beispiel Mitchell darüber gesprochen hat, dass die beiden ihre Regeln immer wieder ein bisschen weiter gelockert haben und ihre Grenzen immer wieder ein bisschen weiter verschoben haben. Weil es mir so rüberkommt, als würden sie das eigentlich gar nicht so richtig wollen. Also klar haben sie sich beide freiwillig für die Teilnahme entschieden und spielen das Spiel damit. Inwiefern entscheiden die beiden für sich? Und das Wichtigste ist, dass die beiden fein damit sind und hoffentlich am Ende auch als Paar hinausgehen. Aber ich könnte mir bei den beiden tatsächlich vorstellen, dass da noch irgendwas passiert, was man eventuell macht, damit man nicht auffliegt, aber was den anderen Partner sehr verletzen wird, obwohl man es nicht möchte. Also irgendwie habe ich da die Befürchtung, dass da noch ziemlich viel Herzschmerz auf uns zukommt. Und ich hoffe, dass ich mich irre, weil ich die beide total süß finde. Gut, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns an, was Mitchells Freund Simon zur zweiten Folge zu sagen hat. Wäre es für dich okay, wenn jemand Mitchell für die Show jemanden küssen würde? Ja, natürlich. Am besten mit Zunge vor meinen Augen. Nee, Spaß beiseite. Also, wenn jetzt irgendwie ein Spiel stattgefunden hätte, wie Flaschen drin oder so, boah, wäre hart, aber man will ja nicht auffallen.
da wäre es okay gewesen, aber alles andere, wo es nicht hätte sein müssen, auf gar keinen Fall. Ich hätte es auch nicht getan. Ich hätte es auch nicht extra für die Show, um zu beweisen, dass ich sie jetzt küssen muss, weil da die Situation irgendwie uns dazu gebracht hat. Nee, auf gar keinen Fall. I was born ready. Let's go. Es ist komplett ungewohnt. Ich glaube, das ist jetzt auch der 15. Anlauf, nur für diese Frage, weil ich sonst eigentlich nie so in die Kamera spreche, aber irgendwie habe ich gerade Spaß dabei. Ja, macht echt Laune. Hast du darüber nachgedacht, das Format abzubrechen, weil es Mitchell so schlecht ging? In dem Moment nein, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber wir haben natürlich einen Notfallplan oder einen Codesatz eingeführt. Wenn dieser Satz, ich mag Softeis, dreimal fällt, dann heißt es auf jeden Fall für uns beide, okay, dem Partner oder mir geht es wirklich sehr, sehr schlecht, sehr mies, emotional, wirklich am Boden, dass man es nicht mehr aushält und dann auch zusammen die Show abbricht. Ja. Fragen, dann gehe ich aber auf. Jo, ich habe ein bisschen Quality Time bei meiner Mutter verbracht. Deswegen folgen noch ein, zwei Fragen und dann gehe ich aber auch pennen. Ich bin ein bisschen müde. Ja, zu der Frage war es, ja, es war schon stressig eher für mich, dass ich durch Fragen auf meine Beziehung oder ob ich Single bin, nicht aufzufliegen oder den Verdacht auf Mitchell zu lenken. Das fand ich eher stressig, sonst habe ich eigentlich nur 100% von mir gezeigt. Ja, was heißt 100%, ne? Ich habe halt ausgelassen, dass ich in der Beziehung bin. Ansonsten war es eigentlich nicht so stressig, nur wenn ich dann gefragt worden bin. Aber das habe ich dann schnell umgangen. War das sehr befremdlich. Da hatte ich schon Schiss, dass ich auffliege oder dass wir beide auffliegen. Und ja, die Begrüßung, die hat man leider nicht gesehen, die war sehr, sehr lustig. Wir sind aufeinander zugegangen, haben uns die Hand hingehalten, wollten so uns mit Küsschen links, rechts begrüßen. Dann haben wir beide links, beide rechts, beide links wieder, beide rechts. Und dann so, total überfordert. Ja, schöne Haare. Und dann haben sich die Wege getrennt. Ja, und wer schon bis Folge 2 geschaut hat, hat ja direkt gemerkt, wir hatten dann wieder Kontakt und haben dann wieder miteinander gesprochen. Bleibt auf jeden Fall dran. Wer weiß, wie es in den nächsten Folgen aussieht. Ganz witzig, mein erster Gedanke war tatsächlich, oh shit, ich habe ja gar keine Klamotten. Ich muss welche bestellen. Ich muss ja fresh aussehen im TV. Ja, und ihr habt ja gesehen, was raus geworden ist. Mein grünes und mein gelbes Outfit kam auf jeden Fall sehr gut an. Quavo. Das mit dem Codewort oder eher gesagt Codesatz ist eine richtig, richtig gute Idee. Und daran sieht man auch, dass Simon und Mitchell vorher die ganze Sache wirklich sehr, sehr gut durchdacht haben und anscheinend für jeden Fall auf jeden Fall vorbereitet waren. Finde ich gut. Das ist auf jeden Fall so die Hauptsache, glaube ich. Vor allem, wenn man sicher gehen will, dass man sich hinterher nichts vorwerfen muss. Ne, dass beide genau wissen, woran sie sich halten sollten. Ja. Ich glaube, damit fahren die beiden ganz gut. Trotzdem habe ich immer noch die Befürchtung, dass da irgendwas passiert, wie Simon hier gesagt hat, in einem Spiel oder so, wo die beiden irgendwas machen, was sie eigentlich gar nicht möchten, aber es natürlich trotzdem freiwillig machen, weil sie sich ja freiwillig für die Teilnahme entschieden haben, aber es dem anderen wirklich sehr, sehr wehtut. Und ich hoffe, falls es dazu kommt, dass der eine dem anderen dann das verzeihen kann, weil es halt wirklich nur fürs Spiel war. Oh Gott, also bei diesem Pärchen mache ich mir tatsächlich irgendwie am meisten Sorgen, dass da was schief geht. Wie geht's euch? Jetzt sind wir fast durch mit unserem Video. Wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viel über die Ereignisse gesprochen. Zum Abschluss wollen wir uns noch kurz die Fragerunde von Nadja anschauen. Schönen guten Abend zusammen. Ja, wie versprochen, kommt jetzt meine Fragerunde. Tatsächlich haben sich sehr, sehr viele Fragen wiederholt und natürlich die Duschszene. Ja, ich werde mich dazu äußern. Als allererstes mache ich jetzt aber erstmal ein paar andere Fragen. Dir zum Beispiel, wie war die erste Nacht für mich so im Gruppenzimmer zu schlafen? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir da eigentlich nicht viel Kopf drum gemacht, wie das jetzt für mich war. Es war schon komisch, neben einem wildfremden Mann zu schlafen, aber
ja, it is, würde ich mal sagen. Ich habe ja vorher gewusst, auf was ich mich einlasse, dass ich wahrscheinlich immer Mann schlafen muss und dass wir wahrscheinlich auch größere Zimmer haben mit mehreren Pärchen, war mir eigentlich auch klar. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres im Leben, würde ich sagen. Tatsächlich bin ich im echten Leben genauso ehrlich und direkt, wie es auch in der Villa war. Ja, solche Aussagen wie Frischfleisch, das sage ich auch so im normalen Leben. Also ich denke, das würden alle meine Mädels und auch meine Eltern so unterschreiben. Also das bin halt einfach ich, ne? Die liebe Paloma. Ja, ich meine, sie hat den Nico halt von Anfang an da drin anders kennengelernt, sage ich jetzt mal, wie jemanden draußen. Man hat von Anfang an viel deepere Gespräche mit den Personen. Es ist was ganz anderes wie draußen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Sie hatten halt einfach gut gefunden in dem Moment und wollte, sage ich mal, ihr Revier einfach markieren. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wie sie reagiert hat. Jeder Mensch handelt anders da, sie handelt halt so. Aber genau sowas zeigt halt einfach, wie unterschiedlich Menschen sind. Und man muss einfach jeden so nehmen, wie er ist. Das ist einfach Fakt, ja. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und von daher, Liebe geht raus an dich. Ja, die Kameras. Nee, war tatsächlich genau so, wie man das in den Folgen gesehen hat. Die Kameras waren fest installiert, so wie man die hängen gesehen hat. Haben sich auch immer schön in die Richtung gedreht, wo was abging. Hat man vielleicht in der einen oder anderen Stelle ein bisschen unterschätzt, wo die überall hinschauen können. Aber nee, war genau so, wie man das aussieht in den Folgen. Die waren fest installiert. Ja, dann kommen wir mal zu der Frage aller Fragen. Die Duschszene. Ja, wie empfand ich das? Also, ich muss schon sagen, als ich das erste Mal heute Nacht geguckt habe, war ich schon auch kurz... Was habe ich da zusammen fabriziert? Ja, ganz ehrlich, ich habe mit Nacktheit eigentlich kein Problem nicht. Für mich kam da auch nicht in Frage, im Bikini zu duschen. Dass das natürlich jetzt im Schnitt drinnen ist, ja. Aber ganz ehrlich, das ist ja das erste Mal, dass im Fernsehen Brüste zum Sehen sind oder mal ein nackter Po. Im Endeffekt, ich laufe nur so rum, wie der Herrgott mich geschaffen hat. Also von daher... Meine Eltern stehen hinter mir, die finden es auch nicht schlimm. Das war tatsächlich mein einziges Bedenken. So meine Mädels finden es auch nicht schlimm. Und von daher, es ist halt so, ich kann es jetzt ja nicht mehr ändern. Und gibt, glaube ich, Schlimmeres im Leben. Also, der Fool hat ja am Nachmittag zu uns gesprochen, dass wir uns alle neu verkabeln müssen. Das heißt ja auch, sie hat sich einen neuen Partner suchen müssen. Das heißt... Irgendeine hätte ihn ja eh genommen und durch das, dass ich halt in Franco einfach mega cool fand, er war auch optisch natürlich voll attraktiv oder ist optisch natürlich attraktiv, habe ich mich daraufhin halt für Franco entschieden und ja, da war sie natürlich nicht böse, meine liebe Belly. Die Frage ist gut, weil die Frage stelle ich mir tatsächlich auch schon. Also ich habe jetzt nicht in der Früh, wenn ich was gefrühstückt habe, mir schon einen Schopper Wein gegönnt oder ein Gläschen Aperol. So war es jetzt nicht. Es war halt einfach, ja, wenn jetzt so Morrow-Partys zum Beispiel waren, wie diese Barbie-Night, da haben wir natürlich das ein oder andere Glas getrunken. Ich habe halt oft einfach mal das Glas genommen und habe mir da eine Cola oder so eingeschüttet oder Wasser mit Zitrone oder wie auch immer. Also ich habe jetzt nicht von morgens bis abends da Alkohol in mir reingeschüttet. So war es jetzt auch nicht. Aber man sieht mich verdächtig oft mit Glas, das stimmt. Ja, also das Game war ja herauszufinden, wer ist Lover, wer ist Faker. Und das findet man ja nur raus, indem man jemanden kennenlernt und sich unterhält und mit jemandem connectet. Und ja, ich würde sagen, das war halt einfach das Game. Daraufhin mussten die Männer mich ja auch kennenlernen, um das herauszufinden. Und wie das Ganze mit Giuliano weitergeht, würde ich einfach mal sagen, schalte nächste Woche am Dienstag ein, da kommt Folge 3 raus. Können Sie das Ganze hautnah miterleben, wie da die Reise weitergeht. Da fragt sie die Falsche. Da müssen wir RTL fragen. Anscheinend habe ich so arg im Dialekt geschwätzt, dass sie das für einen normalen Zuschauer schon mal auf richtiges Deutsch übersetzen mussten. Ich
Ich muss sagen, ich finde Nadja irgendwie total süß. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie niedlich. Ich finde die witzig, aber ungewollt witzig. Und das ist dann irgendwie so das Gute witzig. Und ich finde die tatsächlich auch authentisch. Diese Duschszene, da dachte ich echt so, was geht denn jetzt ab? Ne? Weil die beiden sich ja wirklich so ganz normal unterhalten haben. Und in ganz normalem Gespräch zieht sie sich auf einmal so aus. Das eine fliegt dahin, das andere fliegt dahin und ab in die Dusche. Und ich glaube, hier der Typ dachte sich auch so, hä, echt? Wir unterhalten uns hier gerade ganz normal und sie zieht sich einfach dabei aus. Ja, warum nicht? Ich finde die einfach richtig unterhaltsam und ich glaube auch, dass es mit ihr noch sehr, sehr spannend und interessant werden könnte. Bei Nadja habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass sie eine sehr authentische Person ist. Und generell glaube ich, dass die ganze Show mir sehr gut gefällt, weil ich viele aus dem Cast für sehr, sehr authentisch halte und sehr, sehr echt halte. Das habe ich heute, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Und auch gerade, wo wir über Mitchell und Simon gesprochen haben, die beiden finde ich total, auch total pure. Also total, ja, einfach so, also nicht aufgesetzt oder so. Deswegen bin ich wirklich ein Fan von diesem Cast. Es gibt nichts, was mir, glaube ich, im Trash-TV mehr auf den Sack geht, als wenn man einen Cast hat, wo man weiß, okay, der macht jetzt das für Sendezeit, der hat sich jetzt das Drehbuch selber zurechtgelegt und so, weil ich mir dann immer denke, ach Leute, dann kann ich mir auch Berlin Tag und Nacht anschauen. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Cast ziemlich, ziemlich authentisch ist. Okay, ich glaube, wir beenden das Video für heute. Ich habe auch irgendwie im Gefühl, dass es sehr, sehr lang geworden ist. Das werde ich tatsächlich erst gleich sehen, wenn ich die ganzen Clips und so hier alles zusammenschneide und alles zu einem großen Video zusammenstelle. Ich bin mal gespannt, wie lang es jetzt im Endeffekt tatsächlich geworden ist. Naja, aber schauen wir mal. Es gab auch wirklich viel zu reden und das ist ein gutes Zeichen für eine Show. Wir haben erst 2 Folgen gesehen und es gab wirklich schon so viel Stoff, worüber wir uns austauschen können. Ich lieb's. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal wunderschöne Weihnachtstage und eine ganz tolle, erholsame und hoffentlich nicht allzu stressige Zeit mit der Familie und euren Liebsten, wer auch immer dazu gehört. Ihr wisst ja, dass morgen meine Schwiegermama zu uns kommen wird. Das heißt, von mir wird auf jeden Fall ab morgen nichts kommen. Sie kommt morgen früh an und bleibt bis zum 26. Und danach gucken wir mal. Vielleicht nehme ich mir dann noch so ein bisschen frei, um mich ein bisschen zu erholen oder so. Müssen wir mal schauen, wie es so läuft. Ihr werdet auf jeden Fall wieder von mir hören. Und ich drücke euch ganz doll schöne Weihnachten. Bis dahin. Tschüss.